Willkommen zurück, Freunde, zu PVZ Heroes. Hier ist das wöchentliche Event für diese Woche, Freunde. Und man bekommt den Spyrus. Amphibisch, Blumenpflanze. Du kannst Grabsteine antippen, um zu sehen, welche Zombies sich darunter verstecken. Das ist wunderbar, Freunde. Die werden wir uns definitiv zulegen, Freunde. Das werde ich schaffen in dieser Woche. Das ist definitiv mein Ziel. So. Ja, wir machen weiter. Die Münzen verschwinden. Münzen gibt es nicht mehr lange. Vergiss nicht, sie gegen Basispacks einzulösen. Ach, okay. Das wusste ich auch nicht. Dann werden sie das wohl bald wegmachen. Gut, Freunde, wir machen weiter mit den Pflanzenmissionen. Wir sind auf dem Schrottplatz Überfall. Und ja, dort müssen wir zusehen, dass wir hier weiter den Gegner fertig machen. Richtig? Richtig. Also, Freunde, auf los geht's los. Schrottplatz Überfall. Ja, wunderbar. Vielen Dank. Gegen den Rostbolzen. Was sind denn das da für Fässer im Weg? Und Reifen. Und so. So, können wir denn hier wirklich nur auf den beiden Reihen hier spielen? Anscheinend, wa? Anscheinend geht das wahrscheinlich nur. Dann, okay, werden wir das so akzeptieren. Das ist sehr doof gelaufen, muss ich sagen. Oh, okay. Oh, ey. Das ist unfair. Okay. Machen wir gleich. Wie lange ist der Zombie denn eingefroren? Eine Runde nur, oder was? Genau, eine Runde wäre er eingefroren. Oder ist er eingefroren? Sehr gut. Naja, mehr oder weniger gut, na, auf jeden Fall. Eine andere Pflanze hält 2 und 2 und 2 und 2 und 2 und 2 und 2. Die Frage ist, was machen wir denn jetzt für einen Angriff hier? So, hau ab mit deinen Zombie-Tricks, Alter. Die brauchen wir definitiv nicht. Ist die Ölspur eigentlich amphibisch? Verlege einen Zombie. Okay, dann werden wir das tun. Und zwar machen wir das anders. Ich greife mal. Ich habe. Jetzt hat er bestimmt hier. So, hier. Zombie-Trick. Zerstöre. Ah, hat er doch nicht. Okay. Zerstöre einen mit 7 plus oder so. Ja, sehr gut. Das lief doch. Der macht gar nichts. Warum, weiß ich nicht, aber so ist das halt. Du gehst nach... da. Warum hält er sich denn, der Drecksack? Ha ha ha.
Eigentlich ist es ja egal, was wir jetzt machen, weil eigentlich müsste es ja jetzt zu Ende sein. Außer der kann natürlich jetzt irgendwas machen. Wo willst du denn hin verlegen? Du kannst hier nichts verlegen. Er blockt, der Drecksack, er blockt. Der Drecksack blockt. Mann. Stinkender Fisch. So, wann werde ich denn hier wieder groß eigentlich? Gar nicht. Gar nicht mehr, oder was? Du bekommst den Bonus. Und dann los geht's, das war's. Das kann der nicht mehr schaffen. Das kann der nicht mehr schaffen. Jawohl. Kaboom. Super, Freunde. Sieg für die Pflanzen. Das war, ja gut, am Anfang hieß er ja sowieso noch einfach, muss ich sagen. Alles easy, easy. Okay, ja, ja, ich muss mit den Zombies auch noch spielen, ich weiß, aber ich bin ja im Moment noch hier bei den Pflanzenmissionen. Oh, ein Z-Mech. Eieieiei. Eieieiei, Freunde, ein Z-Mech. Kamera, stell mich scharf. So. Weiter geht's. Bam, bam, bam. Dieser Zombie schickt auch gern sportliche Zombies ins Spiel. Je größer sie werden, desto mehr Punkte macht er. Okay. Das ist natürlich nicht so schön, ne? Fangen wir mal so an, Freunde, mit dem Zunderholz. Alter, hör doch auf! What? What? 6. Schadenspunkte schon hier am Start. Das ist doch nicht normal, ey. Ach man, nein, nicht verlegen. Ach man, leck mich. Hau ab jetzt. Oh. Das war natürlich nicht doof gespielt von ihm, aber was willst du machen? Steckst du nicht drin. So, jetzt greifen wir mal mit 8 Schadenspunkte an, Freunde, mit 8. Warum mit 8? Wegen dem doppelten Angriff. Bam, bam. Bam, bam. Theoretisch müsste es dann zu Ende sein, wenn wir alle treffen. Wir würden damit 14 angreifen. Und ein zufälliger Zombie wird zurückgespielt. Machen wir auch mal direkt. Okay. So, wenn er jetzt keine Tricks ra... Hat er geblockt, Drecksack, Drecksack, Drecksack! Machen wir den mal direkt weg, was soll der Geiz? Gepanzert. Gepanzert. So, wir haben 5. Die Frage ist, was machen wir? Setzen wir den? Hier hin? Oder... Machen wir eher, wenn man eher so, ne? Ach Mann, jetzt hau doch ab mit deinen Sumo-Ringern, Mann. Der ist weder sportlich noch alles andere. Der ist einfach nur dick.
toll. Jetzt hat er mein Zunderholz schon wieder rumgeballert. Ja, gefällt dir das, wenn ich dich mit zweimal angreife? Ja, bam. Und bam. So, zwei Erbsen-Shooter, die können wir gleich... Oh, sehr gut. Die werden wir jetzt auch sehr gerne einsetzen. Und rein theoretisch ist es jetzt so, wenn wir jetzt angreifen... Das ist so ein Affe. Das ist so ein Affe. Ach, Mann, ey. Immer mit seinem scheiß Ingenieur da, ey. Mann. Das ist nur herauszögern, was der macht. Das ist nur herauszögern. Schön, schön. Mann. Das ist total doof. Das Spiel mobbt mich. Aber total. Dankeschön, Dankeschön, meine Güte. Wunderbar. So, Sieg für die Pflanzenfreunde. Belohnung nehmen wir gerne mit. Sehr gut. So, okay. Gewinne ein Spiel im Zombie-Helm-Modus. Ja, ja, das wird noch kommen, Freunde. Früh genug, das wird noch früh genug kommen. Okay. Okay, Umzug. Komm, wir nehmen wieder einen Umzugstag, Freunde. Taube Nüsschen, ja? Komm, du Rossbolzen, ich geb dir richtig bös, Digga. Chris, richtig bös. Okay, wir haben zweimal hier so eine Nuss. Bärenwerfer, komm, können wir behalten, ist egal. Ideal. Ach, den habe ich gar... Scheiße, den habe ich gar nicht gesehen. Noch eine Blume! Warum macht er denn sowas? Warum tut er denn sowas mit mir? Ich bin nur so ein netter Mensch. Und er hat die übelsten Trickkarten. Ich will auch Trickkarten haben. Ich will nicht nur Tauben, ich will nicht nur dicke Walnüsse. Was soll denn der Blödsinn hier? Hammer! Hammer! Ist doch nicht mehr feierlich. Wer kommt er denn da? Was ist er denn für einer? Das ist der Landschaftsformer. Natürlich ist er das. Du bist ein taubes Nüsschen. Yeah. Taube, 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 Nüsschen, yeah. So, gefällt dir das, wenn ich jetzt hier mit 6 Angriffspunkte bin, ja? Da kannst du ruhig Sumo-Ring machen hier. Das interessiert... Hammer, oder? Hammer! Hammer!
Nee, ich kenne sowieso nicht viel, Mann. Das ist ein Problem. Ich kann ja sowieso nicht viel machen. Ach scheiße, der kriegt doch wieder... Ich bin auch so doof, ne? Ich bin auch so doof. Teilweise könnte ich mich auch echt selber schlagen für meine Spielweise. Da. Und ich krieg den nicht kaputt. Ich krieg den einfach nicht kaputt. Das ist das Problem. Ich krieg ihn nicht kaputt. Ich weiß auch nicht mehr, was ich noch machen soll. Du kriegst hier nur Nüsse hier. Scheiße, ey. Ich glaube, das wird die erste Runde sein, die ich richtig kassieren werde. Weil einfach hier nichts drin ist. Ja, da wurde die Nuss platt gemacht, wa? Erschaffe einen Hitzkopf mit einem Herz und Teamfähigkeit bei Zerstörung verursacht an einem Zombie hier. Okay, ja, ich rufe den sofort. Was soll ich denn sonst machen? Ich rufe ihn sofort. Juhu, eine Kartoffelmine. Ich muss ihn ja setzen. Was soll ich denn machen? Ich muss ihn ja setzen. Das ist es ja. Leider in die falsche Richtung gesetzt. Jetzt kriege ich dich, jetzt. Jetzt kriege ich ihn, jetzt. Leider ein bisschen spät, weil hätte ich gerade gebraucht, muss ich zugeben. Hätte ich gerade gebraucht, als ich die ganzen Nüsse da am Start hatte. Ey, das hätte mich auf jeden Fall weitergebracht. Mist. Ja, hier ist nichts mehr zu machen, Freunde. Hier ist nichts mehr zu machen. Das ist jetzt auch nur noch hinauszögern, aber ja, da. Hier ist nichts zu machen, Freunde. Egal. Kannst du nichts machen? So ist das. Das wird eine Niederlage. Verursache 3 an einem Zombie. Ja gut, an was für einen. Ist egal. Ist auch nur hinauszögern, was ich hier mache, aber ist egal. Ich habe 11 Dinger und ich krieg hier nur Scheiße. Ich gebe mal auf hier. Ja, möchte ich aufgeben? Das, ja, vorher brauche ich gar nicht weitermachen. Ja, das Thema war durchgewählt. Das Thema war eigentlich schon am Anfang durch. Ja, da komme ich wahrscheinlich nur mit meinem Schattenkrieger rein, muss ich sagen. Da muss ich wahrscheinlich mit meinem... Mit meinem grünen Schatten kämpfen. Edelsteine, Videos ansehen, bla bla bla. Wissen wir doch alles. So, pass auf. Ich wechsle mal eben zum grünen Schatten, Freunde. Easy peasy. Und jetzt spielen wir nochmal. Jetzt schauen wir mal, ob der gleiche normal passiert. Freunde, der gepflegten Unterhaltung. Setze ich mich mal ein bisschen richtig hin hier. Und jetzt wird der Hobel gerockt hier. So, jetzt schauen wir mal, was haben wir denn hier alles. Dich behalte ich, dich tausche ich, alles klar. Okay, jetzt geht's los. Ah, die Kamera ist schlecht positioniert heute, muss ich sagen. So. Okay, also Freunde, wir fangen an mit so. Zack, alles klar. Boah, das gibt's doch gar nicht, ey.
Mein Gott, ist das hässlich. Mein Gott, sind das hässliche. Das sind so hässliche. Aber das sind echt verdammt hässliche Trickkarten, ne? Die sind echt nicht mehr feierlich, die Karten, ne? Ehrlich nicht. Was mir aber gerade aufgefallen ist, der hat nicht eine amphibische Karte gelegt. Vielleicht können wir da jetzt eine hinlegen. Und der kann gar nichts dagegen machen. Wisst ihr, wie ich meine? Dass der einfach wirklich gar nichts tun kann dagegen, wenn wir jetzt einfach die amphibische Karte hier hinlegen. Außer der kann natürlich wieder mit irgendwelchen scheiß Tricks kämpfen. Aber ich glaube, so weiter kann der nichts mehr gegen die amphibische Karte jetzt gleich tun. Jawohl, vielen Dank dafür und Angriff. Jetzt hat er 21, ne, oder? Ne, ich gehe nur bis 20. Okay, der kann gar nicht drüber bekommen. Okay, das wusste ich gar nicht. Das Problem ist auch, dass ich gar nicht die Möglichkeit habe. Dass ich gar nicht die Möglichkeit habe. Irgendwie die Zombies zu zerstören. Wisst ihr, wie ich meine? Das war doch, den habe ich doch gar nicht. Den habe ich doch gar nicht ausgewählt. Ich hatte eigentlich den ausgewählt gehabt. So, dann greifen wir mal mit 9 Schadenspunkten an hier, Freunde. So, 1, 5 und 3. Ey! Meine amphibische Katze! Mann, das ist doch traurig, oder? So, pflanzenlos durch die Nacht. Ich setz mal eben schnell 2 Karten. Ich zieh mal eben schnell 2 Karten, meinte ich natürlich. So, und ab dafür. Meine Amphibie kann nicht mehr angreifen, Mensch! Meine Amphibie gebe ich das jetzt mal. Genau so. Jetzt kann meine Amphibie wenigstens wieder angreifen. Wo kommt der denn jetzt her? Aus dem Weltall oder was? Schön, Amphibie. Ich glaube, das ist ganz geil, wenn wir da drüben eine Amphibie haben. Ich glaube, das rockt übelst. Das kommt mega gut. Und tschüss, Gehirne. Jawohl. Oh, scheiße. Boom. Müsste ja trotzdem zu Ende sein, rein theoretisch. Jawohl. Seht ihr das hier mit dem Nussdeck? Ja, da klappt es noch nicht so gut, muss ich sagen. Das Nussdeck finde ich noch nicht so optimal. So läuft es definitiv besser, Freunde. So läuft es definitiv besser. So kann man das definitiv akzeptieren.
weiter. So, Freunde, damit sind wir am Ende für heute. Vielen, vielen Dank, dass ihr dabei wart. Daumen nach oben, Abo da lassen. Wünsche euch noch einen schönen Tag, Freunde. Habt ihr euch, ach so, ja. Haut rein. Peace.